Hey Leute, willkommen zurück zu System Shock 2. Wir sollten noch die letzten beiden Computer finden für Shodan und dann können wir wohl endlich hoch auf das Freizeitdeck. So, ich werde hier gerade noch den Rest untersuchen. Habe ich ja schon teilweise gemacht. Ja, da war ein Ei. Eine Schrotflinte, die ist wahrscheinlich kaputt, genau. Zack. Und ich glaube, wir können schon wieder gehen. Essen noch ein paar köstliche Chips. Ja, Weltraumnahrung vom Feinsten, Leute. So, jetzt sollte ich mich aber beeilen, weil ich glaube, da vorne waren noch zwei Geschütze, die möchte ich noch hacken in diesem Zeitrahmen, den ich habe, die 30 Sekunden. Komm schnell. Schnell. Schnell, da ist es. Ach, geh doch rauf jetzt. Geh doch. Nein, ich hänge. Nein, das wird nix, Leute. Das wird nix. So, zack. Hacken. Doch, das wird. Was? Du schießt das Ding noch nicht? Warum schießt du? Warum? Ja, das habt ihr schön gemacht. Warum schießt ihr auf euch gegenseitig? Nur weil ich eins gehackt habe. Ist das andere doch nicht gleich der Feind? Was sind wohl die Toiletten? Oh, guck mal, sie hatte was vor, hat es aber nicht mehr ganz geschafft. Das sieht schon so aus, als müsste sie was einhalten. Der Gesichtsausdruck dazu. Schnell, ich muss. Nein, oh, ich schaff's nicht. Naja. Ich mache mich drüber lustig. Ich weiß, das ist gemein. Der sieht echt aus wie Woody aus der Toy Story, oder? Naja. Oh, hier ist doch bestimmt was. Toiletten sind nie gut in Spielen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich sag nur Dead Space. Haha. Moin. Oh, der macht gar nichts. Oh, nicht. Ach, Würmchen. Würmchen, komm her. Komm her. Kommt doch. Weed. Wut. Würmchen. Ach, jetzt. Danke. Achtung. Ich wollte es kaputt hauen. Mann, wenn ich zu nah dran bin, dann kriege ich wieder Gift ab. Ach komm, ich lasse es lieber. So, ich werde mich natürlich mal hier oben immer ein bisschen umschauen, denn es kann ja irgendwo immer was auf der Kante liegen. Auf der hohen Kante. Aber in dem Falle jetzt nicht. Na gut. Wo soll ich denn noch zwei Computer finden, frage ich mich gerade. Wahrscheinlich bin ich schon an einem vorbeigerannt. Och nö, nicht schon wieder. Nein, nicht die Mücken. Ja, okay. Ihr sagtet ja, ich brauche die nicht abschießen. Beziehungsweise geht das überhaupt? Uah. Ich weiß gar nicht, ob ihr sie gerade seht, aber ihr hört sie sicherlich. Weil das sind so ganz klitzekleine Pünktchen. Also im Fenstermodus wird es etwas schwer sein, denke ich. Wobei ich letztes Mal das Gefühl hatte, dass man sie gut mit Splittermunition erledigen kann. Aber das ist wohl nicht der Fall. Oh, Panzerbrechen. Das ist nett. Nix. Na, ich gehe nochmal. Auch nicht nochmal. Warum? Ich hab doch. Nee, ich gehe jetzt. Da war nichts mehr, glaube ich. Okay, aber ich habe hier noch nicht alles abgesucht auf dem Deck. Und zwar hier unten war ich noch nicht. Schauen wir mal. Oh, diese Geräusche, ne? Das ist voll gruselig, ehrlich. Spielt das mal alleine im Dunkeln. Also ich möchte es nicht, sage ich nur dazu. Ich möchte das nicht tun. Ich spiele es immer im Tageslicht. Weil Horror-Krams mache ich ja genug. Und das hier wäre. Oh. Bin ich hier irgendwo ein Generator? Ne, hier ist gar keiner, oder? Da ist einer. Und ich renne halt natürlich direkt dran vorbei. Ja, diese Rüstung, die ich hier habe, die ist zwar schon ziemlich gut, die Energiepanzerung. Allerdings verbraucht sie halt Energie wie Hulle. Und ohne Ersatzrüstung ist. Da kann ich auch gleich nackig rumlaufen, ne? Ich hab's doch gewusst. Da rennt man einmal rum mit ausgeschalteten Kameras und dann sowas. Ja, ich weiß nicht. Ich mache halt immer so lange Pause zwischendrin, da weiß ich nie, ob ich schon alle Kisten durchsucht habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich da dann nochmal hingehe, schaue. So. Satzbau for the win. Ah, was haben wir denn hier? Okay, ist das eine Kälte? Kühlkammer? Was? Was? Nein. Was da fallen hat man? Was zur Hölle? Die explodieren halt einfach. Was soll denn das? Warum? Nee, soll ich die abschießen und da durchrennen, oder? Ach komm. Wie soll ich denn? Das geht doch nicht. Da komme ich doch niemals durch. Wisst ihr was? Ich mache hier mal einen Quicksave. Oh, komm. Ich muss es riskieren.
Weil an die Kisten kann ich auch schlecht ran. Ah, ah, ah. Vorsicht. Nein. Nein, nein. Oh, da ist so ein roter. So ein roter Junge. Ja, geh weg. Nein, nein, nein. Warum fällt da alles runter? Ah. Aua. Du sollst nicht. Nein, du sollst nicht. Hör auf mit deinem Mist. Oh, ich hab ihn. Ach so. Und natürlich hört jetzt genau in dem Moment auch der Kram hier auf, runterzufallen, nicht wahr? Kann ich das Zeug dann... Warte mal, nochmal speichern. Okay. Das verbuggt das Ganze wohl ein bisschen. Deswegen lasse ich das lieber. Was ein Käse, du. Ach, warte mal. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt im Menü rumwurschteln muss, aber... Steuergeräte anpassen. Ich werde endlich mal... Ich werde endlich mal... Wo haben wir es denn? Viren, Wurmwerfer, Medikit einsetzen. Das machen wir mal auf... habe ich dann auf X schon was? Auf X? Habe ich noch nix. Haha. Nein, dann mache ich das auf X. Hallo? Achso, ich muss hier belegen und dann X. Okay. Gut. Passt. Wunderbar. Oh, was haben wir da? Ein interpolierter Simulationschip. Ist auch gar nicht gruselig, ne? Danke, Shodan. Oh, ist das unerforschtes Objekt? Das ist wieder so ein Organ, ne? Warte. CS, ist das Cäsium? Ich glaube. Oh, ein Doppel-EMP-Gewehr. Was gibt das denn? Das EMP-Gewehr erfordert eine Fähigkeit für Strahlenwaffen von 6. Das heißt, ich werde es niemals benutzen können, dieses ganze Spiel über. Die erste Modifikation dieser Waffe steigert ihre Energiekapazität. Ja, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Achso, warte, die Kisten noch durchsuchen. Oh. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Also Energiewaffen, ne, werde ich niemals haben. Was von Wood? Oh, da oben liegt doch was. Komm ich da nicht ran? Ja, ich habe keine Telekinese, sonst könnte ich mir das Ding jetzt runterfischen irgendwie. Das sind nur Naniten, glaube ich. Naja. Muss ich halt drauf verzichten, wie gesagt. Telekinetische Kräfte oder generell Psi und Strahlenwaffen und das ganze Zeug, das ist nichts für mich. Ich bleibe lieber beim Altmodischen, also Projektilwaffen und, ne, Technik. Mann, ich möchte so gerne diese Fähigkeit haben, dass ich endlich dieses Maschinengewehr nutzen kann. Meine Güte. Oder soll ich mir vielleicht... Ach, nee, komm. Ach, jetzt brauche ich Cäsium. Warte mal, wo finde ich das denn, Cäsium? Ich glaube, das war hier in dem... Ach, nee. Was? Ich habe es ganz genau gesehen, wie du da eben gespawnt bist, du Schweinhund. Ja, der ist da eben wirklich gespawnt. Ihr könnt es bestätigen. So, warte mal. Nein, das Lager war nicht hier, oder? Das Lager war nicht hier. Ich überlege jetzt gerade, da musste ich... Ach, da muss ich einen ewigen Umweg laufen, dann gehe ich lieber hier durch. Hört sich an, als würde der so ein bisschen growlen, oder? Ich kann es zwar nicht, aber die können das ganz gut. So. Dann jetzt aber. Ich überlege die ganze Zeit, wo ist dieser dritte Computer? Dann beziehungsweise auch noch der vierte, der mir fehlt. Oh. Och nö. Wo sind die Granaten jetzt hingefallen? Ach, ich habe sie ja noch. Ah, ich hatte ja schon einen Stack. Das werde ich als nächstes tun. Wieder zurück auf die Medizin und Wissenschaft. Und... Und mir dort erstmal was Schönes holen, und zwar, nee, was Schönes weglegen, und zwar alles, was ich habe. Cäsium, C-U, C-S. Ach ja, komm, esse ich halt ein paar Chips. Wunderbar, dann haben wir es ja fast. So, und dann werde ich meinen ganzen Schmuck weglegen. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, hier. Ach, hier, aber ich will hier gar nicht raus.
Ja, da sind nämlich die ganzen Viecher wieder unterwegs, oder? Ja, okay, das sind neue Affen, habt ihr mir schon gesagt. Das sind so böse Killeraffen. Warte mal, den hier hatte ich schon gehackt, oder? Den hier meine ich. Den meine ich. Ja, Neural Directive Received. Wo sind denn die anderen Computer? Ich habe irgendwas verpasst. Dann muss ich wohl vielleicht offscreen nochmal ein bisschen rumrennen und absuchen. Im Zweifelsfall, also entschuldigt, aber das ist halt immer so eine Sache, ne? Wenn man lange nicht spielt. Ja, dein Fleisch. Schieß nicht auf mich! Nicht cool, Kumpel. So. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht von der Schrotflinte, muss ich sagen. Die macht doch sehr wenig Schaden für ihre Verhältnisse. Oder? Also ich bin der Meinung, die macht viel zu wenig. Warte mal, hier war das Kühlhaus. Da habe ich alles durchsucht. Da war auch noch ein Computer, oder? Weg. Geh mal weg. Mit der Absperrung. Ja, es tut mir schrecklich leid. Ich muss halt jetzt alles nochmal ablaufen. Nein, da war nur der Tisch. Okay. Wenn man halt mal so 5 Tage Pause hat zwischen den Sessions, dann geht da einiges verloren. Dann geht da was verschütt von der Erinnerung, die man so hat. Okay. Ich meine dann, auf dieser Ebene war es das? Nö? Nee, da war auch nichts. Ja, komm erstmal runter auf die Medizin und Wissenschaft. Hier unten war nur der Roboter drin, also hier ist eigentlich komplett alles sauber. Au! Ich heiße dich jetzt gleich mal was, was dir gar nicht gefallen wird, und zwar toter hässlicher Hybride. Forschung abgeschlossen. Ich dachte eben schon, meine Rüstung ist wieder leer, die lade ich gleich nochmal auf. Das lesen wir gleich, wenn ich auf der Medizin bin. Erstmal ein bisschen was abladen, wie gesagt. Lalalala, trappel, trappel. Warte mal, hier noch. Das könnte sein, dass ich das noch vergessen habe. Wow. Nee. Ach, 69. Das heißt, ich brauche noch 40. 41. Bis ich die habe, das dauert doch zu lange. Bis dahin ist wahrscheinlich schon hier, ne? Ist schon das Spiel durch. Nee, Quatsch. Es soll ja noch ein ganzes Stück gehen, glaube ich. Och, nö, nicht du. Nicht du. Geh auf. Bevor er mit seinen Discs schießt. Oder was auch immer du da ballerst auf mich. Irgend so was Komisches eben. Energieprojektile. Gibt's sowas überhaupt? Energieprojektile? Oder ist das nicht nur ein Laserstrahl? So, warte. Erstmal die Granaten. Zack, zack. Vielleicht werde ich auch als nächstes mal diese schweren Waffen skillen. Dann kann ich auch mit dem Granatwerfer. Das habt ihr mir auch empfohlen, dass ich den mal nutze. So, die erstmal weg. Das Warm Blood Implantat, was macht das nochmal? Ach so. Das behalte ich mal, weil das. Ja, ich hätte mich eigentlich schon an den Würmern mal heilen können, so testweise. Warm Mind Implantat. Lesen wir mal. Zusammenfassung: Wenn der Anwender dieses Implantats verletzt wird, wird jeweils einer von 4 Schadenspunkten von den Zielpunkten statt den Trefferpunkten abgezogen. Dieses Implantat verändert die neuralen Prozesse des Anwenders, indem es die für Psionik relevanten Bereiche stimuliert und verstärkt. Darüber hinaus wird im Großhirn des Anwenders ständig eine gewisse Menge an analytischer Neurotransmitterchemikalien zugeführt. Dies führt dazu, dass die was? Latenten psychokreativen Fähigkeiten des Anwenders vor allem im Bereich der Körperbeherrschung verstärkt werden. Nein, 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 nein. Okay. Nein. Lass ich weg, weil ich brauch's eh nicht. Ich meine, wann habe ich schon mal Psi voll? Ich sauf ja den ganzen Tag hier. Da geht das ja alles flöten. So. Ich könnte eigentlich mal die schlechte Pistole da lassen. Ich habe ja genug Wartungswerkzeuge, dann könnte ich die sogar vernichten irgendwann. Also ganz wegwerfen. Irgendwohin, wo ich sie nie wieder finde. Naja. So, dann. Ich überlege gerade, soll ich jetzt mal. Soll ich mal. Was ist da eigentlich drin? Ach, eine normale Granate. 22. Hihi. Der braucht eine Stärke, also eine Waffe von 1, ne? Schwere Waffen von 1. Ah, ich weiß nicht. Ich komme ja eigentlich ganz gut zurecht mit der Pistole. Ihr könnt mich jetzt hauen, aber. Ich meine eigentlich, es wäre besser. Was? Warum nimmst du die nicht? Hallo? French Epstein-Gerät. Habe ich eigentlich schon mein Maschinengewehr aufgebessert? Mein Sturmgewehr. Man sieht's halt nicht, oder? Das ist die Frage. Da, 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 da.
Ich kann es echt nicht sagen, Leute. Deswegen lasse ich das nochmal liegen. Das nehme ich mir dann später mit und werde es verbessern. So. Ja, ich gebe erstmal Punkte aus für den Granatwerfer. Was gibt's denn eigentlich noch? Brandgranaten, Annäherungsgranaten und EMP-Granaten. Das ist wahrscheinlich ganz gut für die Roboter. Wo ist der denn überhaupt? Ich kann ja noch nicht ausrüsten, deswegen brauche ich die Tasten gar nicht ausprobieren. Boost. Psi-Boost. Ach komm. Nee, die lasse ich weg. Die nehme ich mal mit und die lasse ich auch da. Die Annäherungsgranaten werde ich mal ein bisschen verballern gleich. So, oder? Ja, es ist halt, ne? Wenn man keine Ahnung hat, dann macht man einfach. Also ich mache einfach. So schaut's aus, Freunde. So, wo haben wir es denn? Waffen, Papaffen, da. Schwere Waffen, 16. Ja, komm, kann man mal machen. Wo habe ich das jetzt? Auf der 5, auf der 6, auf der 7, auf der 8? Nö. Auf der 4? Wo habe ich das denn? Den habe ich mir, glaube ich, gar nicht belegt, oder was? Ist ja egal. So. Ich kann ja einfach durchscrollen. Jetzt ist die Frage, wo finde ich den Computer, beziehungsweise nochmal ein Teil, um diesen Computer zu aktivieren? Ich laufe jetzt einfach nochmal alles ab. Ne, hier auch. Hallo? Okay. Das ist ein bisschen unspektakulär, finde ich, aber ich wollte es halt mal testen. Ich hätte schon wieder Geräusche. Ich will auch keine Geräusche hören hier. So, jetzt lass mich mal überlegen. Da war, glaube ich, ein Computer, den habe ich aber aktiviert. Ich gehe jetzt nochmal alles absuchen, Leute. Mir bleibt keine andere Wahl. Au! Du blöder Affe! Hast meinen Kumpel hier getötet. Den wollte ich selber platt machen. Aber ist okay. Warte mal, hier waren doch die ganzen Geschütze. War hier noch ein Computer irgendwo? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Ja, da waren die Lasergeschütze. Oh, Äffchen. Böser Affe. Monsteraffe. Den da unten hatte ich noch nicht. Den Simulations. Genau, Leute, wie gut. Wie gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Hätte ich zwangsläufig eh gemacht. Aber ich meine, ne? Gibt's da keinen Weg nach unten? Ach, sieh mal, da war ich auch noch nicht dran. Was bin ich denn für ein Eumel? Ich renne hier blind durch und mach gar nicht mal alles. Geht's da auch runter? Hä? Hier spricht Xerxes. Um 0200 wird Protokolleinheit T-82-2 im Freizeitbereich von EQ5 eine Dichterlesung veranstalten. Bringen Sie bitte Oh ne! Oh, was für Spinnen! Oh, geht mal weg hier! Aua! Das ist ja übel. Also das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Meine Aktion vielleicht auch mit dem Granatwerfer, aber... Oh, sieh mal, die hat Antitoxin. Sehr gut. Hä? Da war doch noch... Es ist so düster hier. Ich sehe wirklich gar nichts. Gar nichts. Kommen die einfach mal da raus, die Viecher, ne? So, interpolierter Simulationschip. Zack. Fünfundzwanzig. Du hast für ein derart elendes Wesen recht viel erreicht. Datensicherheit, Giffel. Ich muss doch nur drei machen? Ich dachte eigentlich... Jetzt zum Okay. Hi. Ja, das ist nett, Shodan. Das mache ich doch. Dein Wunsch sei mir Befehl. Aber Leute, wisst ihr was? Ich habe ganz vergessen. Ich kann auf der Medizin und Wissenschaft noch in dieses eine Waffenlager. Wisst ihr noch? Das, wo ich Ewigkeiten drauf gewartet habe. Ich habe noch den Code. Ich habe gar nicht daran gedacht. Das mache ich jetzt noch. Und dann sehen wir uns, glaube ich, gleich wieder.
Wahrscheinlich vor dem Aufzug und da werde ich dann erstmal... Oh, schnell weg hier. Und da werde ich dann in die Freizeit fahren. Auf jeden Fall erstmal Medizin und Wissenschaft. Naja, so, jetzt werde ich noch ein bisschen was machen. Ich werde aber noch das zeigen, was im Waffenlager ist. Ich würde sagen, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht noch einen netten Kommi. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei System Shock 2.